Hier ist er wie bei den Spinnen. Stehen bleiben. Was ist denn das für ein Geräusch? Ja, das sind Sumpfgeräusche. Ah, okay. Au, au, ein Tentakel direkt neben mir. Wann kommen die Tentakel? Wenn man einfach zu lange auf einem Fleck stehen bleibt oder kommen die komplett zufällig? Nee, nee, das sieht man, die... Diese Blubberblasen auf dem Boden. Blubberblasen und ach manchmal... So. Manchmal hängt auch was raus. Ah, aber Chester, okay. Du dummer... Blöde Kackkiste. Also die kommen nicht einfach irgendwo, sondern die kommen dann nur an der Stelle, wo sowas schon ist, ja? Mhm. Ach, geht doch weg, ihr blöden Quackspinnen. Und wie viel habt ihr? Schon? Ui, ui. Was? Ich hab 12. Ich bin auch gerade hier ein bisschen beschäftigt wegen dieser blöden Spinnen, ey. Mich voll nerven. Ui, wie weit wollt ihr mir eigentlich noch hinterherlaufen? Und die Nase voll ist. Ein Baum im Sumpfgebiet. Krass. Hier sind extrem viele Bäume. Ja, nee, aber normale Bäume. Nicht diese Stachelbäume. Die haben meinen Chester gekillt. What the fuck? Die haben deinen Chester, können die eigentlich nicht killen. Der ist tot. Wirklich? Ja, die Bienen können das auch, ja. Wirklich? Ich glaube, bei mir haben die schon so oft draufgeschmissen. Ja, das Gebiet ist echt groß, ne? Mhm. Ja, hier ist ein Schweinehaus, also beziehungsweise ein kaputtes Schweinehaus. Eins von den anderen, von den grünen Schweinen. Ja, auch. Spinnen. Au. Mann, was eine Sauerei, ey. Ist mein Chester kaputt, oder wie? Ich weiß es nicht. Also im Zweifelsfall haben wir ja noch einen. Ein Chester steht ja die ganze Zeit in einer Basis. Hast du denn noch den Stiel, den Stab? Naja, aber das Auge ist zu. Mein Auge ist auch zu. Eieiei. Ach so, Moment, mein Chester ist aber auch gar nicht mehr da. Deiner auch tot. Vielleicht. Ich brauchte jetzt mein Chester und ich habe ihn noch nie benutzt. Oh, endlos. Na gut, meiner war dummerweise voll mit Zeug, ne? Das ist blöd. Aber der müsste doch, da müsste doch alles rausfallen, wenn der stirbt. Naja, sonst habe ich keinen Platz mehr. Ach so, ja, ich kann kommen, obwohl ich habe selber keinen Platz. Ich habe alles aufgesammelt gekriegt. Also okay. Das passt schon, aber ich kann jetzt nichts mehr zusätzlich tragen. Okay. Oh nee. Ach du Kacke, Mann, raus aus dem Sumpfgebiet. Ja, treffen wir uns wieder vorne, oder? Probier's. Schaffen wir doch, oder? Oh, Scheiße. Ja, oh, lauf einfach. Einfach laufen. Yes, das Gott, hier ist ein Grünschweinedorf. Ja, das habe ich auch schon gesehen, das Grün. Also, nee, ich habe nur eine Grünschweinhütte gesehen. Oh, Scheiße. Schaffst du das, mein Herz? Na komm, das schaffst du. Noch genug Zeit. So, ja, es ist noch reichlich Zeit eigentlich, ne? Hier schon abgeerntet ist. Ja, da, wenn da abgeerntet war, dann war ich da schon. Oder einer von euch. Da bin ich im Ausgang. Gut. Bin jetzt gleich wieder bei uns in Feuerstellen. Oh, wäre ich auch, wenn es mich nicht immer wieder zurücksetzen wird. Oh ja. Aber eigentlich, jetzt habe ich keine Frame-Einbrüche gehabt. Ich habe eigentlich immer Frame-Einbrüche, wenn euch das passiert. Was? Na, jetzt habe ich wieder welche. Ich wurde gerade auch nicht zurückgesetzt. Irgendjemand wurde gerade zurückgesetzt, wahrscheinlich. Mit diesen Moskitoviechern, da kann man, glaube ich, ja, jetzt wurde ich zurückgesetzt. Den Regencape machen oder so. Na, da kann, bei den Moskitoviechern kann man doch bestimmt auch das gleiche Ding machen. Ey, das ist jetzt aber scheiße hier, was passiert denn jetzt hier? So. Da kann man doch bestimmt auch das Ding machen, was gegen Bienen hilft.
Warum killst du denn jetzt die Spinne? Jetzt kommen doch die anderen Spinnen. Ja. Was? Ich hab keine Spinne. Ah Mann, nicht aufheben, du Blödhund. Was meinst du, nicht aufheben? Wieso? Ja, ich habe ja keinen Platz mehr und er wollte gerade dieses Spinnnetz aufheben. Okay. Dann kämpft er nicht mehr. Nimm dir das Spinnnetz. Ja, gib mir doch, was du nicht mehr tragen kannst. Zum Beispiel, gib mir doch deine ganzen, Ach verdammt, ich bin selber übelst voll. Ja, aber wir können ja zusammenlegen, weißt du? Zum Beispiel, hast du Gold gefunden? Nee. Gut. Hast du... hier, die Gears zum Beispiel kann ich dir geben. Oh, komm. Wo bist du denn? Hier. Da kommt sie. Kannst du noch was nehmen davon? Hast du die Gears gesehen? Ja, die habe ich genommen. Die kannst du gleich nämlich nutzen. Hat jemand Hundezähne? Nee. Hier. Jemand einen Knoten? Hier. Willst du Blümchen? 10 Stück. Nee. Kannst du dir noch zwei, kannst du dir Blumenkratz machen? Ich hab eh keinen Platz. Hat jemand Steine? Ich würde gern die Blumen haben. Jo, da. Danke. Ja, Steine habe ich. Ja, 19 Stück. Danke. Du kannst sie mir auch direkt geben. Also, jetzt nicht, ist mir klar. Ich habe noch 3 freie Plätze, also. Jetzt ist es auch gerade ein bisschen besser. Ne, bin sein Chester, ist denn das? Optikers. Achso, ja, da könnte ich natürlich auch noch was reinpacken. So, jetzt. Was mache ich denn jetzt? So, rein theoretisch ist die Folge auch schon wieder vorbei. Okay. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Guck mal eben schnell was. Du hast Hunger. In echt oder was? In echt oder was? Du bist schon wieder gemutet. Ich verstehe dich nicht. In echt hast du Hunger oder was? Warum mutest du dich die ganze Zeit? Weg. Ja, warum denn nicht? Weil wir dich dann nicht hören. Also ich zumindest nicht. Junge, du sitzt direkt neben mir. Hallo? Headset richtig drauf? So. Ja, machen wir noch eine. Machen wir erstmal. Alles klaro. Gut, dann los. Ich geh noch mal rein. Ja, bei mir läuft's noch nicht. Geh schon mal. Mach ruhig. Mann. Hättest du doch mich einfach mal fertig machen lassen und ab in den Ofen und gut ist. Also oben... jetzt hat der Aufnahme noch am Laufen. Oben ist auf jeden Fall alles weg. Deswegen habe ich gemutet, dass man sich unterhalten kann. Na komm jetzt. User left your channel. User was moved out of your channel. So, Aufnahme läuft wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve. Oh nein. Wir gehen wieder in den Sumpf. Und aber da einer von den Tentakeln getötet. Oh, ist das belastend, ey. Wurdest du zurückgesetzt oder was? Nö. Was ich hab einfach verkackt. Oh, das ist richtig belastend. Jetzt muss ich ewig weit zurücklaufen und dann wieder ewig weit herlaufen. Und dann musst du noch dein Zeug kriegen an der Stelle, wo du gerade eben schon mal gestorben bist. Oh Mann. Sagen wir mal so, so viel Schiff kann ja da gar nicht mehr sein, dann soll er halt an die Base. Ja, aber... Da muss er eh nochmal herkommen. Ich muss ja eh nochmal herkommen. Kann man ja mitbringen, oder? Nee, meine Axt kann ja keiner tragen. Achso. Ich hab überhaupt gar keinen Platz. Ja, das aber ist ja auch egal, weil meine Axt kann eh keiner tragen, dann braucht er auch nicht den Rest mitnehmen. Ich muss ja eh nochmal her. Oh, ich hab ihn gefunden. Ja, oh, schön. Soll ich deine Fleischbällchen nehmen? Ja, bitte, die sind fast verrottet. Das macht auf jeden Fall Sinn. Mann, selbst mein Geist tanzt hier hin und her. Oh.
Eieiei. Nicht den Chester hauen, du. Ich rette mal deinen Chester, ne? Sonst. Meinen? Das ist. Ja. Der kommt nämlich wieder. Ich glaube, Chester kommt wieder, wenn er gekillt wird. Ja, aber es geht eine Weile, ne? Ja, aber guck mal, meiner ist jetzt auch wieder da, also. Ja, klar. Okay. Ach so, okay. Also, du kannst ihn retten, wenn du willst, aber da ist eh nichts drin, der ist mir eigentlich auch wurscht. Nee, der ist schon weg jetzt. Ach so, ja, dann ist auch egal. Ich hab den Stab nicht gefunden. Alter, das ist ein Riesensumpfgebiet, leck mich am Arsch. Der Stab ist in meinem Rucksack. Ach, deswegen, okay. Ah, ich habe hier auf jeden Fall ein Wurmloch gefunden. Cool. Das Schwein ist nicht so begeistert von mir. Oh Gott, nicht wieder. Als Geist. Mann, das dauert so lange. Ich finde, als Geist sollte man echt eine Nummer schneller sein. Dass man einfach irgendwie doppelte Geschwindigkeit kriegt oder sowas. Ich meine, das ist doch eh völlig egal. Als Geist hast du ja keine Vorteile. Lieber Gott, Mann, wie groß ist denn der Sumpf? Groß. Ja, mega groß, ey. Ach du Kacke, was geht denn hier hinten ab? Ja, da war ich vorhin auch schon. Komm da lieber weg, jetzt wird's nämlich dunkel. Jetzt doch noch ein gutes Stück. Kämpfen diese grünen Dinger gegen die Tentakel-Dinger. Ja, jetzt verfolgen sie mich, oder was? Wenn man die Tentakel killt, dann hat man eine gute Chance auf dieses, auf diese Waffe, ja. Ja, okay. Aber die Tentakel killst du nicht einfach mal so. Ja, okay. Hab ich bisher auch noch nicht versucht. Nicht mit einer stinknormalen Holzrüstung. Nee, du brauchst eine Marmorrüstung. Ach, die sind echt so stark, ja, okay. So, ich bin gleich selbst, am Portal, endlich. Selbst mit einer Marmorrüstung kannst du noch locker gekillt werden, wenn du nicht aufpasst. Dann nimm dir aber was zu essen mit, ne? Jo. Ich werde die Nacht über, Alter, direkt neben unserer Bude ist so ein blödes Augending erschienen. Och nee. Augending? Weißt du, was die ich Blume, meine? Die Blume meinst du? Ja, die Blume, die Augen spawnt. Blume, die Augen spawnt? Ja gut, die kann man ja töten, ist ja kein Problem. Ja, ja. Natürlich, klar, die kann man auf jeden Fall töten. Ich hab keine Ahnung, von was ihr redet. Blume, die Augen spawnt. Die Augenblume, die wird die Augen vom rumspawnt dann. Oh nein, jetzt regnet's auch noch. Na super. Achso, die Augen. Ja, jetzt hab ich's geschnallt. Ja, die Augenblume ist glaube ich jetzt nicht so dramatisch, aber. Wenn du weißt, wie du so bekämpfen musst, dann nicht, ne? Ja, eigentlich nur die Augen killen, oder? Und dann die Blume. Ja, aber muss nicht alle killen. Nee, natürlich, aber ich meine, du musst dir ja sozusagen einen Weg hinbringen, sonst kommst du ja nicht ran. Wo ist meine Fackel? Ich hab doch schon Feuer angemacht gehabt. Ich eigentlich. Alter! Toll, 2 Meter weiter. Ach so, du hast das falsche Feuer. Nein, willst du mich verarschen? Was macht er denn mit dir? Hallo, bau doch die Scheiße. So geht's mir jetzt auch. Jetzt hat er's gebaut. Ja, ich hab 10-mal Fackel gebaut. Wo hat er die blöden Fackeln jetzt hin? Tja. Verarschen, ey. Im Boden wahrscheinlich, weil du keinen Platz hast. Nee, in meinem blöden Rucksack. Oh, in meinem blöden Rucksack hat er's reingemacht, die kleine Sau, ey. Bis der Rucksack voll war, oder? Ja, zumindest eine Mal. Ich bin ja weitergelaufen, weil hier auch überall. Ich bin auch im Sumpf. Ja, okay. Im Sumpf mit einer Fackel. Also ich habe jetzt 31 Stück. Was? Hast du auf Schilf? Ja, ich habe noch 14. Ich habe keins mehr gefunden.
Kommen wir uns aber raus hier aus dem verkackten Sumpf. Jo. Aber jetzt können wir uns wenigstens heilen. Mit den Honigdingern. Ja, es kommt drauf an, wie viel Papier das überhaupt gibt. Vier ja, Stück ist, für ein Papier. Da kommt einiges bei raus, das ist schon okay. Wie viel hast du? Also ich habe bestimmt nochmal so 50 Stück.